Hallo und herzlich willkommen auf Juwelder.de. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was der Scheitelpunkt einer Parabel ist und wie ihr den bestimmen, besser gesagt sogar berechnen könnt. Nun, warum ist der Scheitelpunkt oder was ist er und warum ist er wichtig? Wir haben gesehen, wenn ich eine Parabel einfach mal skizziert, sieht so aus. Und der markantische Punkt einer Parabel ist natürlich genau das hier unten. Da, wo sich das Ganze wendet, also wo die Funktion dann nicht mehr nur Felden bei uns, sondern dann wieder anfängt zu steigen. Und das nennt man einfach den Scheitelpunkt und dafür verwendet man eigentlich immer das S. Jetzt ist natürlich oft sehr interessant, diesen Scheitelpunkt auch bestimmen zu können. Das kann manchmal einfach sein, bei x² sieht man das sofort, dass es die 0 ist, aber oftmals ist das halt einfach ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal sage, die Funktion f von x sei x² minus 2x plus 2. Von dieser Funktion, wir sehen leider nicht, wie sie aus der ursprünglichen Standard-Normalparabel entstanden ist. Das können wir hier dran nicht erkennen. Wie kann ich also diesen Scheitelpunkt hier unten bestimmen? Nun, es bleibt wohl nichts anderes übrig, als mal eine Werttabelle anzulegen. Also fange ich mal an. X, f von x. Das Einfachste, was ich einsetzen kann, ist halt 0. Wenn ich die 0 hier einsetze, dann habe ich 0 minus 0 plus 2, also den Wert 2. Jetzt setze ich mal die 1 ein. Wenn ich die 1 hier einsetze, 1 minus 2 plus 2, das ergibt 1. Jetzt setze ich die 2 ein. 2 ins Quadrat 4 minus 2 mal 2 plus 2, wir kommen wieder auf 2. Und naja, rechnen spaßhalber machen wir 3 aus. Wenn ich die 3 einsetze, 3 ins Quadrat minus 2 mal 3 plus 2 gibt 5. So, was bringt mir das jetzt? Ihr seht es hoffentlich auch schon. Wir haben hier zweimal die 2. Wir haben festgestellt, dass die Parabel immer symmetrisch ist, immer achsensymmetrisch. Das heißt, der Scheitel muss immer zwischen zwei Punkten, die gleichen y-Wert haben, die gleichen f und x-Wert haben, immer genau in der Mitte liegen. Das sehen wir auch hier, die Mitte von 2 und 0 ist natürlich die 1. Das heißt, das hier, was wir hier berechnet haben, das hier ist unser Scheitelpunkt, das heißt, s wäre 1, 1. Das heißt, wenn ich zwei Punkte mit der Werttabelle bestimmt habe, die den gleichen f und x-Wert haben, muss ich die Mitte davon nehmen und da den f und x-Wert ausrechnen, dann kann ich meinen Scheitelpunkt einfach direkt so ablesen. Sieht ein bisschen experimentell eigentlich und nicht unbedingt wirklich mathematisch schön, deswegen müssen wir uns was anderes überlegen. Wie könnte ich jetzt eine Funktion, eine quadratische Funktion aufstellen, die diesen Punkt als Scheitel hat? Wir haben mal überlegt, wie ich in den letzten Videos, wie ich Funktionen verschieben kann. Da haben wir gesagt, wenn ich mich S1,1, normalerweise hat die Standard-Normalparabel den Punkt genau, den Scheitelpunkt genau bei 0, 0. Ich muss also diese Parabel 1 nach rechts und 1 nach oben verschieben. 1 nach rechts verschieben, haben wir gesagt, ist einfach x minus 1 und dann von das Quadrat. Jetzt werden wir um 1 nach rechts verschoben und um es nochmal einmal nach 1 nach oben zu schieben, müssen wir noch plus 1 machen. Das heißt, diese Funktion muss genau diese Funktion hier oben sein und der Scheitelpunkt wäre dann 1, 1. Hier kann ich es direkt ablesen, dass der Scheitelpunkt 1, 1 wäre. Das hier, das da und das, das. Das heißt, wir müssten eigentlich einen Weg suchen, wie ich von dieser Schreibweise in diese komme. Umgekehrt ist es recht einfach. Ihr seht es, wenn ich das ausrechne, steht hier x² minus 2x plus 1 plus 1. Denn zusammen gibt es x² minus 2x plus 2. Also sind es beides die gleichen Funktionen. Da steht beides mal das gleiche da. Von der Schreibweise, von der Scheitelschreibweise auf diese Normalschreibweise zu kommen, ist sehr einfach. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir das rückwärts machen können. Also wie komme ich von dieser zu dieser Darstellung. Wir sollten also gucken, wie kriege ich dieses Binom hier irgendwie rausgefunden. Das heißt, wenn ich das mal aufschreibe, x² minus 2x plus 2, dann überlege ich mir in der Nebenrechnung, wie komme ich auf das. Ihr seht, wenn ich so etwas ausrechne mit der ersten oder zweiten binomischen Formel, dann kommt hier immer der Faktor 2 dazu. Das heißt, ich schnappe mir einfach den gemischten Term, den Vorfaktor davor, und ich teile ihn durch 2. Dann mache ich eine Nebenrechnung auf dazu. Nebenrechnung. Dann sage ich x minus 1. Und die 1 kommt einfach daher, dass ich gesagt habe, ich nehme den Vorfaktor
und teile ihn durch 2. Also x minus 1 ins Quadrat, das rechne ich jetzt aus. Dann seht ihr, da kommt x Quadrat minus 2x plus 1 raus. Wer das nicht mehr sicher weiß, der sollte sich noch die binomischen Formeln anschauen. So, und jetzt stelle ich aber fest, dass das hier nicht das ist, was ich hier oben sehe. Wir haben hier, ich versuche diesen Ausdruck zu ersetzen. Und auf diesen Ausdruck zu kommen, seht ihr, dass hier einfach ein 1 plus 1 das zu viel ist. Das heißt, was mache ich? Mache ich einfach minus 1 und schon steht hier x minus 1 ins Quadrat minus 1 ist gleich x Quadrat minus 2x. Also ich habe genau den blauen Teil von da oben hinbekommen und das ist genau das gleiche wie hier. Also kann ich das hier einsetzen. Also schreibe ich hier mal hin, x Quadrat, x minus 1 zum Quadrat, minus 1 und dann plus 2. Das ist das gleiche wie da oben. Und jetzt seht ihr schon, wir haben schon fast die Schreibweise, die wir gesucht haben. Wir fassen das noch zusammen. Dann steht hier x minus 1 zum Quadrat plus 1. Und schon haben wir diese Darstellung in der Scheitelschreibweise bekommen. Wir könnten den Scheitelpunkt direkt ablesen. Und was wir hier gemacht haben mit der Nebenrechnung, das nennt sich zusammen die quadratische Ergänzung. Und dazu habe ich noch ein paar Aufgaben vorbereitet. Schaut es euch an, versucht es selber zu lösen. Dankeschön.